Das ist doch wunderbar. Dann haben wir hier alles. So, dann reiten wir mal in die gute andere Richtung, wo sie uns haben wollen. Haben möchten. Bist du mein Gaul? Ja, du bist mein Gaul. Freunde. Chop Sui. Wieso? Ich habe gar kein Ziel markiert. Hm? Da bin ich hin. Jut. Mann, so viele Pupsis. Was? Die vermehren sich? Wenn die sich vermehren, muss ich denen Einhalt gebieten. Bist du Freund oder Feind? Oh, Feinde. Oh Mann, es gibt was zum Töten für mich. Wollte ich das nicht still und heimlich machen? Wir sind still und heimlich gestorben. Gut. Du Wikinger, still und heimlich. Was siehst du? Da gibt es aber viele Sachen, die ich kaputt machen soll. Der Bergfried wird unnehmbar. Dorthin wird sich Edwin zurückziehen. Still warst du doch. Ja, okay, dann heimlich müssen wir noch üben, aber. Sagen wollte, aber ich töte eindeutig viel zu gerne in diesem Spiel. Was wir mal machen könnten, fällt mir gerade mal so ein. Ich habe hier doch noch diesen Knochenbeißer. Mal mit einer Axt. Ich will mal wissen, ob es da dann andere Moves gibt. Ich habe seinen Ohrenschmalz entfernt. Bin ich nicht nett? Ups. Da ist jemand da oben. Ich hab dich vorher nicht gesehen. Hallöchen. Wolltest du mich gerade runterschubsen? Oh, der hat ein Salto gemacht. Nett. Genas, ich komme. Oh, du bist so ein Idiot. Servus. Wir haben so ein böses Ding. Richtig böses Ding. Wo ist denn das? Da. Kann ich das so treffen? Nee. Aber den Arsch kann ich so treffen. Also ich bin damit extrem lahmarschig. Oh. Wieder einer fliegen gegangen.
Und du Arschloch, hör auf mich anzuschießen. Geht mir voll auf die Nerven. Und daher werden wir jetzt mal wieder umswitchen. Finde ich scheiße. Dauert mir echt viel zu lange. Erstmal mache ich hier so ein Sperrfusikblatt. Ja, er liebkost seinen Speer. Oh, da macht er diesen komischen Blick zur Seite. Ich will noch nicht rausspielen. Ich bin schüchtern. Komm, Kinder. Ich werde auch ganz lieb zu euch sein. Ja, ja, wir müssen es ausschalten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Psst, psst. Ist noch so einer. Das brennt. Lalalala. Ah, Mensch, jetzt hör mal auf mich einzuschlagen. Ich bin am Zielen. Stör mich nicht beim Stampfen! Schloch. Wieso war das jetzt eben gerade so ein komisches Zeittempo? So, mein Adrenalin ist voll. Alter! Arschloch. Ich höre das Scheißding, aber ich sehe es nicht. Wo ist das Ding? Ich könnte die Kessel manipulieren. Wir manipulieren gar nichts. Wir machen Bum Bum. Welcher von euch Arschgeigen war das? Kuckuck! Die Planung im Arsch. Und noch einer. Die mit ihrer scheiß Armbrust. Wie gehöre ich auf die Nüsse? Ihr passt aufeinander auf. Na, da ist noch irgendwo. Ach, da hinten ist noch einer. Jetzt habe ich den Scheiß gefunden. Aus dem Weg. Dann hat's eilig. Alles klar, Fiona. So, du Arschgesicht. Es gibt noch mehr zu tun, doch das sollte für den Angriff reichen. Jetzt wieso zurückkehren? Es macht gerade so viel Spaß, es sind so viele Gegner. Das ist wieder gerade der Kundenservice an dem Feind. Es sind so viele, die sterben wohl. Lauf nicht weg, Eselchen.
Das ist doch keine Burg. Das ist ein Witz. So schlecht bewacht. Und so wenige Opfer für mich. Oh, es gibt was zu essen hier. Oh, mit. Das ist Kundenservice. Das ist Kundenservice. Ich scheiße mich auch noch kaputt. Das Ding ist kaputt. Wo sind die blöden Feinde? Wo sind die blöden Feinde? Da ist ein Feind. Burn, baby, burn. Burn, baby, burn. Und gute Nacht. Rechteckiger Stein. Wow. Ich glaube, ich habe alle umgebracht, oder? Da schleicht einer lang! Hier bin ich! Ich komm zu dir! Lauf nicht weg! Lauf nicht weg, ich komme! Tatsächlich wieder welche nachgespawnt. Oh, wie toll. Yippie! Nett. Ich glaube, wir kommen so nicht voran, ne? Gehen wir mal wieder zurück. Das macht so viel Spaß, die zu töten. Oh, da sind noch ein paar Pfeile. Die nehme ich auch nochmal mit. Ne, mein Köcher ist voll. Cool. Seit Äonen. Seit Äonen von Jahren. Hier ist es mal wieder voll. Oh, wie süß. Ein Abschiedsgeschenk. Das ist wahrer Kundenservice. Oh, noch ein Geschenk! Ich streite für Gott. Sehr schön, Fiana. Sehr schön. Gibt's noch ein Geschenk für mich? Nicht? Okay. Das ist wirklich Kundenservice am Fein. Respekt. So Leute, ne? Den Vorgarten habe ich schon mal aufgeräumt. Ich mache auch noch den Rest. Ich sage, wir warten. Es hängt einfach zu viel davon ab. Ich bin Jarl Sigurd, Herr von Ostmercia. Und ich sage, wir kämpfen. Jetzt. Du bist ein guter Mann, Sigurd. Und ich danke dir für alles, was du getan hast. Doch ohne Eivor fangen wir nicht an. Wir warten. Da steht jemand, in Bedrülle, wenn ich nicht da bin. Interessant, interessant. Ja, könnten wir jetzt bitte quatschen? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Da, pissig, Arschloch. Ja. Und hast du das Feld eingehaselt und ein Gedicht über den kommenden Sieg verfasst? Ich bin hier, um mit Gedrick zu sprechen. Nur zu. Dein Herr erwartet dich. Träumst du immer noch von deinem kostbaren Stein? Es war kein Traum, der mich herführte, Eivor. Ich hatte Visionen. Ich habe auch Visionen. Vision? Eure Visionen enden irgendwie immer im Suff. Ich werde Tyr ein Opfer darbringen, dem Gerechten. Dem Bringer tadelloser Sieg. Sigurd, was für Weissagungen. Alter, was ist mit dem Kerl nur bereit, los? Die Feste zu stürmen, Eivor? Die Zeichen und Omen sprechen für uns. Ich habe vorher noch andere Dinge zu tun. Nein, beginnen wir den Angriff.
lasst mich alleine vor. Ich mach alles alleine. Muss ich sowieso die ganze Zeit machen. Warum nicht jetzt auch? Wir sind bereit. Gib den Befehl. Gut. Verlieren wir keine Zeit. Meine Späher berichten, dass ein Trupp von Alfreds Männern auf dem Weg hierher ist. Bringen wir es zu Ende, bevor dieser großmäulige Schweinebauch zurückschlagen kann.